die letzten Dates, die du hattest, wären viel erfolgreicher gewesen, wenn du diesen Tipp gewusst hättest, den ich dir jetzt in diesem Video geben werde. Dieser Tipp wird dafür sorgen, dass du bei den nächsten Dates, wenn du eine Frau gut findest, dass du ihr näher kommen kannst, dass das Date wirklich gut läuft, du vielleicht sogar eine Beziehung mit dieser Frau haben kannst. Aber dafür musst du eine wichtige Sache verstehen. Ich mache dir da ein Beispiel, um diesen Tipp zu erklären. Und zwar hat mir letztens ein Coaching-Teilnehmer genau von dieser Situation erzählt. Er hat ein Date mit einer Frau, es war das erste Date, es lief auch voll gut. Und irgendwann hat er sie gefragt, ob die beiden mal noch einen Tee bei ihm trinken wollen. Und sie war sich nicht so sicher, aber hat dann zugestimmt. Und dann waren beide bei ihm und die saßen da auf der Couch. Und die Frau, das war das erste Date, saß mit verschränkten Armen so da. Also er hat sich auf die Couch hingesetzt und sie hat möglichst viel Abstand von ihm gehalten, hatte verschränkte Arme, hat komisch und grimmig geguckt und war ziemlich verschlossen. Sie haben sich schon unterhalten, aber er hat halt gemerkt, dass sie sehr, sehr verschlossen war. Und sein erster Impuls war, oh Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Und er dachte sich, okay, warum ist sie so verschlossen? Warum ihre Körpersprache und so ist nicht das, was ich jetzt erwartet hätte? Und dann hat er sich aber an diesen Tipp erinnert, den ich dir jetzt auch geben werde. Und hat sich dann gefragt, aber Moment mal, warum ist sie dann eigentlich hier? Also wenn sie mich so schlecht finden würde, warum sitzt sie dann hier bei mir auf der Couch? Und sie hat ihr ja gesagt. Und dann hat er sich nicht davon verunsichern lassen, hat das Gespräch weitergeführt und war mit der Einstellung im Gespräch, sie mag mich. Und sie ist gerade so verschlossen, einfach weil sie ein bisschen schüchtern und nervös ist, weil sie mich so sehr mag. Und als er mit dieser Einstellung reingegangen ist und weiter das Gespräch geführt hat, kam es dazu, dass sie sich immer näher gekommen sind, miteinander rumgemacht haben und das Date ein voller Erfolg war. Und sie danach, nachdem sie sich dann geküsst haben und noch ein bisschen länger geredet haben, komplett aufgemacht hat, richtig locker war, sich sehr hingezogen zu ihm gefühlt hat, wieder am Strahlen war und es einfach gut lief. Weil er in dem Moment, wo sie ein bisschen verschlossen war, es nicht gegen sich interpretiert hat. Und das ist der Tipp, den ich dir geben möchte. Und zwar, wenn du ein Date mit einer Frau hast, wichtig, du hast ein Date, eine Verabredung, dann merk dir bitte eine Sache. Wenn eine Frau auf ein Date mit dir geht, dann mag sie dich. In der Regel solltest du dir keine Notizen bei meinen YouTube-Videos machen, aber schreib dir mal die Notiz auf, sie mag mich, und unterstreich das zweimal. Wenn du ein Date hast, dann mag sie dich. Und wenn du ein Date hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die Frau grundsätzlich hier sein möchte. Und nur weil du dann mal hier eine Reaktion von ihr bekommst, die eher abweisend wirkt, heißt das nicht, dass du irgendwie gravierend vielleicht was falsch gemacht hast, sondern diese Frau ist einfach vielleicht nervös. Und das ist auch der nächste Punkt, den du verstehen musst. Frauen sind nervös, wenn sie einen Typen gut finden. Und dann verschließen sich manche Frauen einfach mal. Ich hatte mal eine Frau, die ich angesprochen habe, mit ihren Freundinnen, die waren am Picknicken. Ich bin zu ihr hin, habe ihr gemeint, hey, du bist mir gerade aufgefallen. Und die Frau hat mich angeguckt, als würde sie mich gleich umbringen wollen. Und ich so, wow, okay, alles cool. Kann doch wieder gehen. Bin dann gegangen. Also sie hat nichts gesagt, hat mich einfach nur so angeguckt. Und dann, eine Minute später, sind mir ihre drei Freundinnen hinterher gerannt durch den Park, haben nach mir gerufen, haben gesagt, bleib mal bitte stehen. Ich wollte dir nur sagen, unsere Freundin war so schüchtern und so nervös, dass sie einfach nichts rausbekommen hat. Und sie findet dich voll gut, hier ist ihre Nummer. So, ah, danke schön. Und das ist halt eine Sache, die du verstehen musst. Wenn Frauen einen Mann gut finden, dann sind sie nervös. Und manchmal gucken sie dann halt ein bisschen, also gucken sie ernster oder sind halt verschlossener. Aber vor allem, wenn du ein Date hast, dann sieh das eher als was Positives. Und lass dich nicht verunsichern dadurch. Und mach einfach ganz normal weiter. Das ist ein kurzer Tipp, aber sehr wichtig. Gleiches gilt auch, wenn du ein Date hast und der Frau vielleicht näher kommen willst. Und sie beispielsweise deinen ersten Berührungsversuch abblockt. Dann kann es halt einfach sein, dass sie jetzt einfach nur damit dir sagen will, hey, noch nicht. Also ich fühle mich jetzt noch nicht wohl genug, aber vielleicht in einer halben Stunde. Und die meisten Männer würden dann denken, oh, ich wollte ihr näher kommen. Es war an sich schon eine Überwindung. Und jetzt sagt sie, nein, scheiße, das Date ist gelaufen. Nein, ist es nicht. In den meisten Fällen ist es das nicht. Und hier muss man die Unterscheidung machen. Es geht, wie gesagt, um ein Date. Natürlich sollst du nicht, wenn du eine Frau in der Bar kennenlernst und sie abweisend reagiert oder wirkt, denken, oh, sie ist einfach nur nervös und schüchtern und einfach am Ball bleiben, obwohl du ein klares Nein bekommst. Das nicht. Aber wenn eine Frau sich mit dir verabredet, wenn sie 3-4 Stunden ihres Abends Zeit für dich nimmt, um dich zu sehen, wenn sie sich schick macht für dich, kannst du davon ausgehen, dass sie dich mag. Und wenn sie dann in irgendeiner Form eher negativ reagiert auf irgendwelche Sachen, dass es auch einfach ihre Nervosität und Schüchternheit sein kann. Das heißt, wenn du dann einer Frau beispielsweise näher kommen willst und sie erstmal abblockt, dann solltest du zurückziehen und auch erstmal halblang machen, dich wieder eine halbe Stunde ganz normal mit ihr unterhalten, aber im Hinterkopf haben, hey, es heißt nicht, dass das Date jetzt vorbei ist, es heißt einfach nur, sie fühlt sich halt noch nicht wohl genug, damit sie körperlich wird. Aber grundsätzlich hat sie wahrscheinlich Interesse, sonst wäre sie nicht hier auf diesem Date. Sehr wichtiger Impuls.
Und wenn du das verinnerlichst, diese Einstellung hast, dann werden deine Dates besser laufen. Wenn du dann noch dafür sorgst, dass die Gespräche, die du mit einer Frau hast auf einem Date, richtig gut sind und du auch eine Frau so berührst, dass Körperkontakt sich angenehm für sie anfühlt, weil darauf muss man auch lernen, wie man das richtig macht, dann kann es nur erfolgreich sein. Es gibt gewisse Körperstellen, wo Körperkontakt Sinn macht, wie man das anstellt. Wenn du das lernst, gutes Gespräch mit dir führen kannst und einfach dieses Mindset, also diese Art zu denken, diese Einstellung halt einfach hast, jo, wenn sie auf dem Date ist, dann mag sie mich, dann wird dein Date wahrscheinlich ein voller Erfolg. Und wenn du lernen willst, wie du überhaupt erstmal Dates mit neuen Frauen haben kannst, wie du dann auf diesen Dates richtig mit ihr flirten und reden kannst, dass das Gespräch gut läuft und ihr auch näher kommen kannst, damit dann mehr mit dieser Frau werden kann, wenn du das lernen willst, dann klick mal auf den Link unter diesem Video und bewirb dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem Beratungsgespräch werde ich mir dann wirklich mal 90 Minuten für dich Zeit nehmen und mit dir zusammen einen Plan erarbeiten, wie du genau das schaffen kannst. Mehr Dates zu bekommen mit Frauen, die du gut findest, so auf dich auf diesen Dates verhalten, dass die auch was werden, damit du dann final, wenn du eine Frau triffst, die wirklich charakterlich gut passt, wo die Werte passen, dass du da auch eine Beziehung mit dieser Frau eingehen kannst. Wenn du das möchtest, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch.